Fürsorge, seelischer Beistand auch im Einsatz. Prizren, die zweitgrößte Stadt des Kosovo, liegt im südwestlichen Teil des Balkanstaates. Die Bundeswehr soll hier seit 15 Jahren im Rahmen der KFOR-Mission mithelfen, ein friedliches und demokratisches Umfeld aufzubauen und dies militärisch abzusichern. Kim Demmer ist im Lager als Militärpfarrerin tätig. Sie bildet gemeinsam mit dem psychologischen, dem Sanitäts- und dem Sozialdienst der Bundeswehr sowie der katholischen Militärseelsorge das PSN, das psychosoziale Netzwerk vor Ort. Sie sagt, hier ist es nicht besser oder schlechter als zu Hause, aber vieles ist anders. Ich denke, wenn überhaupt irgendwo ein Soldat, der sonst nicht kirchlich orientiert ist, in den Gottesdienst geht, dann im Einsatz. Und es kommt immer wieder vor, auch von anderen Nationen, dass wir hier einfach gemeinsam zur Ruhe kommen, ganz egal, wie sonst so unsere Glaubenslage ist. Es ist Sonntag, kurz vor 18 Uhr. Pater Walter Happel lebt seit 2004 im Kosovo. Er wartet noch ein paar Minuten, aber allzu viele Besucher erwartet er heute nicht zum Gottesdienst. Es ist die Zeit des Kontingentwechsels. Die Kirche ist manchmal knallvoll, ja, und manchmal sind wir mit 20, 30 Hanseln da. Der Kirchenchor ist trotz seiner wechselnden Besetzung eine feste Größe im Lager. Auf die Predigten von Pater Happel halten selbst Österreicher und Schweizer große Stücke. Die Fürsorgepflicht der Bundeswehr beinhaltet auch die Sorge für Soldatinnen und Soldaten, die psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Oberst Jünemann zur Bedeutung des PSN. Wir haben hier im Einsatzland die Mediziner, wir haben im Einsatzland die Truppenpsychologen und wir haben die Militärseelsorge, die Hand in Hand arbeiten zum Wohle des Soldaten. Grundsätzlich gilt natürlich die Kameradschaftspflicht, also jeder Soldat achtet bitte schön auf den anderen. Es mag aber auch Situationen geben, da will ein Soldat eben mit einem Psychologen sprechen oder mit einem Geistlichen. Erste Zusammenkunft der Mitarbeiter des psychosozialen Netzwerkes für das 38. Kontingent im Lager Prizren. Einige sind schon länger dabei, für andere ist es neu, in solch einem Gremium mitzuarbeiten. Benjamin Brunn als Stabsarzt ist zum ersten Mal im Ausland. Es gibt einfach Sachen, bei denen man aus ärztlicher Sicht wenig Zeit hat, gerade wenn es um Gespräche geht. Und da bin ich immer sehr froh, wenn ich den Patienten auch was anbieten kann. Wenn sie sagen, ich habe hier Ansprechpartner, wo sie noch Hilfe bekommen über die Truppenarzt-Sprechstunde hinaus. Das PSN in Prizren betreut 700 Soldatinnen und Soldaten der deutschen KFOR-Kontingente im Kosovo.